Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ich habe mal wieder ein schönes Stück Fleisch liegen. Und zwar ist das wieder Nackenfleisch von unserem Schlachter hier aus dem Ort. Und der hat mir das mal wieder empfohlen, heute im Angebot. Und da habe ich gedacht, da machst du erstmal einen schönen Backboard-Bacon davon. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich im folgenden Video. Bleibt dran! Ja, wie dieses jetzt hier alles zum Backboard-Bacon wird, das zeige ich euch natürlich jetzt. Aber ein Backboard-Bacon, das ist eigentlich ein heiß geräucherter, gepökelter und süßlich angehauchter Schweinenacken, der eigentlich zum Schluss in einen Kräutermantel eingebettet wird, ja. Aber die Gewürzmischung dazu, die packe ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung unten rein. Aber ich kann euch ja mal ganz grob erzählen, was das überhaupt so ist. Das ist hier so brauner Zucker mit Pökelsalz, ein paar Wacholderbeeren, Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat, ja, und grob gestoßener Pfeffer. Aber wie gesagt, die Grammangabe bzw. was ich hier so reingepackt habe, das packe ich euch unten in die Videobeschreibung. So, dann fangen wir mal an. Also ich rühre das jetzt erstmal alles ein bisschen zusammen. Das ist jetzt quasi die ganze Gewürzmischung dazu. So, mische ich das mal so ein bisschen durch. Das bezieht sich natürlich alles auf ein Kilogramm. Also das ist jetzt hier ein Kilogramm Schweinenacken. Ach so, ja, den habe ich natürlich vorher noch schön abgewaschen mit kaltem Wasser. Und ich habe den noch ein bisschen pariert. Also das überschüssige Fett habe ich abgeschnitten. Ja, das gibt es eigentlich noch dazu zu sagen. Ja, und dann fangen wir mal an mit dem Pökeln. Wie immer, alles schön drüber verteilen. So, dass wirklich in jede Pore auch was reinkommt. Bitte vergesst nichts. Da könnte dann einfach der Effekt nicht richtig stattfinden. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das Fleisch jetzt vakuumiert. Und ich habe mir jetzt hier oben nochmal drauf geschrieben, was für ein Datum das ist. Sieht man jetzt schlecht, weil es mit Kugelschreiber ist. Wann ich es überhaupt in den Pökelschlaf gelegt habe. So, das Ganze kommt jetzt für 12 bis 14 Tage im Kühlschrank. Das gucke ich mir an, wie die Rötung so geworden ist. Das macht man so nach Bauchgefühl. Aber ich würde sagen, so 12 Tage müsste es schon drinnen bleiben. Genau, die restlichen Gewürze habe ich ja hier mit reingepackt. Und das Ganze kommt jetzt dann bei 5 Grad im Kühlschrank. Und jeden Tag passiert man das Fleisch so ein bisschen durch. Zumindest mache ich das so, damit die Lake sich in dem Vakuum so ein bisschen verteilen kann und das Fleisch quasi dann überall schön bedeckt ist, dass es von unten nach oben laufen kann und andersrum, ja. Genau, und wir sehen uns dann quasi nach der Pökelzeit. Ja, was soll ich euch sagen? Nach dem Pökeln ist vor dem Räuchern, oder wie man sagt, die 10 Tage im Pökelschlaf, die sind jetzt um. Das heißt, wir nehmen den jetzt aus der Vakuumverpackung raus und spülen ihn jetzt erstmal mit kaltem Wasser ab. So, nachdem wir den jetzt schön abgespült haben mit kaltem Wasser, kommt er jetzt wieder ins kalte Wasser, aber zum Wässern, und zwar für 2 Stunden. Und alle halbe Stunde wechsle ich das Wasser hier im Behälter, dass wir den Salzgehalt ja in dem zukünftigen Schinken ein bisschen runterbekommen. Ja, die 2 Stunden Wässern, die sind jetzt um. Und jetzt kommt ja noch das Kräuterkleid. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Ja, für das Kräuterkleid benötigen wir also Folgendes, und zwar einmal Ahornsirup, Kräuter der Provinz, frisch gemahlenen Pfeffer, und das habe ich jetzt quasi hier schon in meiner Gewürzmischung. Aber als allererstes müssen wir jetzt den Ahornsirup auf dem Fleisch verteilen. So, jetzt nehmen wir die Kräutermischung und rubben das quasi schön ein. So, das gute Stück, das lassen wir jetzt noch für 1 Stunde im Kühlschrank schön durchziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Räucherschrank. Ja, endlich am Räucherofen angekommen. Den heizt sich jetzt erstmal auf zwischen 110 und 120 Grad. Und dann legen wir gleich das Fleisch rein. So, der Ofen hat sich natürlich jetzt ein bisschen runtergeregelt, weil ich die Tür offen hatte zum Fleisch reinlegen.
Aber ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier nochmal sehen. Im Ofen sind jetzt aktuell 128 Grad. Ich muss das gleich ein bisschen runterregeln. Und die Kerntemperatur ist aktuell 13 Grad. So, jetzt zeige ich euch das gerade nochmal. Da ist das schöne Stück Fleisch. Und hier habe ich das Thermometer reingesteckt für die Kerntemperatur. Ja, und jetzt warten wir ab, bis die 68 Grad erreicht sind. Und zwischendurch, ja, werde ich ein paar Räucherspäne einlegen. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt kommen wir mal zu den Vorbereitungen der Späne. Und zwar, wie ihr seht, habe ich das wie so einen kleinen Vulkan hier aufgebaut. In der Mitte, die Fläche lasse ich frei. Wenn die Hitze jetzt von unten kommt, dann kann das schön nach außen hinweg brennen. Genau, und damit das nicht anfängt zu brennen, da habe ich mir hier so eine kleine Sprühflasche geholt. Da sprühe ich die jetzt schön mit ein. Dann kann da im Ofen eigentlich nicht viel passieren. Ja, und das mache ich dann so ein, zwei Mal. Das müsst ihr aber selber wissen, wie oft ihr räuchern wollt, je nach Geschmack, ja. So, und beim Bacon, da eignen sich dann immer so mildere Arten, also sprich Kirschspäne, Buche oder Apfel oder sowas, ne. Das müsst ihr dann selber wissen. Also ich habe jetzt in diesem Fall hier Buchenspäne. Ja, dann wollen wir mal schauen. Der erste Räucherdurchgang ist abgeschlossen. Die müssten eigentlich jetzt relativ abgebrannt sein. Genau, so sieht das bei mir dann aus. Ja, dann gucken wir uns mal das Fleisch dazu an. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 43 Grad. Dann gucken wir uns das mal gerade an. Ah, ja, wunderbar. Sehr schön. Genau. So sieht er jetzt aus bei einer Kerntemperatur von 43 Grad. Und ja, ein bisschen muss er noch. Und ja, wir sehen uns dann beim Anschnitt. Ja, endlich ist der Buckwheat Bacon fertig. Ich hatte den jetzt noch eine Stunde nach draußen gestellt zum Abkühlen auf so ein Gitter. Und ja, wie versprochen, machen wir jetzt zusammen den Anschnitt. Da schneide ich jetzt mal hier vorne schön ein. Also riechen tut er wirklich herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist also richtig schön geworden. Gefällt mir sehr gut. Und probieren werden wir den auch gleich. Ja, wie ich euch versprochen habe, probieren wir den natürlich jetzt auch. Ihr seht es nochmal im Ganzen. Also er ist richtig herrlich geworden. Hat natürlich jetzt auch eine leicht pfeffrige Note durch den Pfeffer, den wir dann drauf gemacht haben. Und ich probiere es jetzt einfach mal. Ganz ehrlich, der ist richtig gut. Er schmeckt so leicht wie Pastrami. Hätte ich jetzt fast gesagt. Also da braucht man auch kein Brot mehr zu oder sowas. Also es schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich mir einen Daumen hoch von euch. Schreibt doch mal in den Kommentaren rein, ob ihr auch sowas vorhabt zu machen. Ja, besucht meine Facebook-Seite oder die Gruppe, verlinke ich unter dem Video. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.